Hallo ihr Lieben, ich bin endlich mal wieder in Holthausen im Zauberwald. Ja, es ist schon Spätnachmittag, aber egal. Bin jetzt mit dem Fahrrad hier hingefahren und habe jetzt mal darauf geachtet, wie lange ich circa brauche, um hier hinzufahren. Es waren so um die 20 Minuten eine Fahrt. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich hier in den Bach hinter mir. Ja, jetzt ist der doch tatsächlich ausgetrocknet. Aber ich bin da eben mal ein bisschen drin gelaufen. Die Erde ist noch sehr kühl und feucht. Man sinkt auch noch ein bisschen ein. Vielleicht konnte ich so trotzdem ein bisschen Vitamin B12 tanken. Ja, ich werde es mit dem Fahrrad noch ein bisschen weiterfahren. Vielleicht an die Stelle, an der ich schon zweimal mit meinem erwachsenen Sohn zusammen war, wo der schöne große oder größere Waldteich ist. Vielleicht führt der ja noch Wasser, wenn ich ihn denn finde von dieser Stelle des Waldes aus. Ist nicht so einfach, weil der Wald ist riesig. Ja, schauen wir mal. Ach, ich freue mich. Es ist so schön hier. Herrlich. Ja, ich weiß jetzt, wo ich bin. Bin gerade in den Wald reingefahren und hab's schon erkannt. Hier unten, weiß nicht, ob du es sehen kannst. Da, da geht's ja ganz tief runter. Das habe ich schon mal gefilmt für euch. Ja, und letztes Mal, als ich hier mit meinem Sohn war, haben wir verzweifelt die Stelle gesucht, an der ich jetzt zuerst war. Und sind dann dort links gefahren, anstatt geradeaus. Dann wären wir nämlich gerade da gewesen. Mano. Naja, nächstes Mal weiß ich's. Dann müsste ich jetzt auch die Stelle mit dem großen Waldteich gleich finden. Boah, es ist noch total warm und stickig hier drin. Obwohl es schon nach 18 Uhr ist. Ja, es sind auch um die 32 Grad. Selbst im Wald ist es stickig. Ich dachte, hier wäre es kühler. Mal schauen, wie ich noch weiter reinfahre. Vielleicht wird es dann noch etwas kühler. Ja, ich habe die Stelle schon gefunden. Aber schau selber. Also das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Dass selbst der kein Wasser mehr führt. Ach Manu. Echt schade. Ja gut, es war ja auch die letzten Tage extrem heiß, teilweise bis 35, 36 Grad. Ja, da trocknet es selbst im Wald aus. Ach, schade. Aber ich werde da trotzdem noch einmal runtergehen und dann halt ein bisschen in der Erde laufen. Oder auf der Erde, falls ich da nicht zu stark einsinke dann. Weil auch durch die Walderde, durch die Feuchte vor allem, kann man gut Vitamin B12 aufnehmen und andere Mikroorganismen, die gut sind für unsere Gesundheit. Ne? Jo, ach, jetzt wünschte ich, dass mein Sohn hier wäre. So wie letztes Mal. Naja, aber es dauert ja nicht mehr lange, dann bin ich endlich wieder bei ihm. Ja, genauer gesagt Anfang nächste Woche. Leon ist jetzt heute den vorletzten Tag bei mir. Morgen Abend wird er wieder abgeholt. Dann haben wir Donnerstag, den 26. Juli. Und nächste Woche Dienstag, das ist dann der 31. Juli, fahre ich dann für ein paar Tage zu meinem Sohn. Ja, und dann sehen wir uns endlich wieder. Ich weiß es gar nicht genau, wie lange wir uns nicht mehr gesehen haben, aber das ist mindestens schon 2 Monate her. Mindestens schon 3 Monate her. Ja, eine lange Zeit. Und ich freue mich riesig auf die Zeit bei ihm und mit ihm. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite von dem Wald, Bach oder Teich oder was auch immer es ist. Bin also durch den ausgetrockneten Bachverlauf durchgelaufen und ja, ist noch
leicht schlammig, aber man sinkt jetzt nicht wirklich arg ein. Und da waren wieder so diese ganz kleinen Butzelfrösche, die dann immer vor mir weggesprungen sind. So musste ich dann echt aufpassen, dass ich auf keinen drauf trete. Ja, und jetzt habe ich hier eine schöne, freie, lichte Stelle gefunden. Da es mittlerweile bedeckt ist, aber immer noch sehr schwül und stickig und warm. Ja, aber so sind die Lichtverhältnisse vielleicht noch ausreichend für dich. Ja, und ich habe mein großes Handtuch wieder mal dabei, wie du hier auch sehen kannst, auf dem ich jetzt sitze. Und es ist schon 18.30 Uhr. Das heißt für mich Zeit für meine Abendmahlzeitgänge oder Gänge-Mahlzeiten, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, und ich habe mich auch schön eingedeckt. Und zwar mit großen Weintrauben, mit Kernen wohlgemerkt. Die sind nämlich deutlich gesünder als die ohne. Weintrauben ohne Kerne sind einer der Früchte, die am meisten mit Pestiziden verseucht ist, falls du das noch nicht wusstest. Ja? Deswegen kaufe ich in den meisten Fällen nur noch Weintrauben mit Kerne. Und die Kerne an sich sind auch sehr gesund. Ja, auch deswegen. Ich genehmige mir jetzt schon mal eine. Oh, lecker. Mm. Schön erfrischend. Mm. Ja, leider habe ich vergessen, mich mit Kokosöl einzureiben. Ich war einfach abgelenkt durch den Hund. Naja, hoffen wir mal das Beste, dass ich nicht wieder mit 5-6 Zecken nach Hause komme. Oder arg verstochen werde. Ja, immer positiv denken, ne? Jo, dann gibt es danach noch eine Banane für mich. Und dann mein geliebter Kichererbsensalat. Mit Tomaten, Gurke, Mais und Kichererbsen und Avocado und jede Menge frischer Petersilie. Ja, mega lecker und schön erfrischend und gleichzeitig auch sehr sättigend durch die Avocado und die Kichererbsen. Ah, der Duft ist schon lecker. Da freue ich mich auch gleich drauf. Schöne große Portion, obwohl das nur die Hälfte ist. Ja, aber das wird mir auf jeden Fall reichen für heute Abend. Und falls es doch nicht reichen sollte, was ich nicht denke, habe ich mir zur Sicherheit noch ein paar getrocknete Datteln eingepackt. Diese Sorte mag ich auch sehr gern. Meine Lieblingssorte gibt es nicht mehr bei dem türkischen Fruchtcenter, leider. Ich habe extra gefragt, ob er die für mich bestellen kann. Und er meinte, nee, das war nur eine bestimmte Zeit, in der es die gab und die könnte er auch nicht bestellen. Ja, leider. Ich werde mal im Internet schauen, ob ich sie da vielleicht bekomme. Wie hießen die noch? Zahedi-Datteln, glaube ich. Ja. Nun denn. Jo, dann habe ich mir noch einen Tee eingepackt. Und natürlich wieder meine... Ich glaube, ich muss es nicht mehr sagen, oder? Die darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, davon trinke ich jetzt auch erstmal was. Ah, es ist so herrlich hier, ich sag's dir. Wenn es nachts auch hell wäre, würde ich genau auf diesem schönen freien Platz hier zelten. Da hätte ich überhaupt keine Angst. Aber da es nachts leider dunkel wird, jo, traue ich mich nicht. Mann, oh schade. Ich weiß es nicht. Ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Obwohl mich hier wahrscheinlich niemand sehen würde.
wenn ich denn ein anderes Zelt hätte und nicht das Zelt von der lieben Jasmin, weil das Zelt ist viel zu auffällig. Silber und blau und auch viel zu groß, zu hoch. Ja, ich wollte mir ja ein ganz anderes Zelt bestellen. Ein braunes oder ein grünes war das, glaube ich. Und das war so ein dreieckiges. Falls ich es nicht schon erzählt habe in einem der vorherigen Vlogs oder Videos, kann natürlich sein. Falls doch, dann entschuldige. Kann ja aber auch sein, dass du das vorherige Video gar nicht angeschaut hast. Dann erfährst du es heute jetzt zum ersten Mal, ne? Ja, und das war auch speziell beschichtet gegen Regen, gegen Wind und ja, war einfach ein tolles Zelt und ich denke, dass ich mir das trotzdem noch bestelle. Ja, weil es einfach nicht so auffallend ist in der Natur oder auch am Kanal. Ja, wäre schon besser. Nö, weil das andere, das was ich von Jasmin geschenkt bekommen habe, also Jasmin ist meine ehemalige Nachbarin. Das ist auch ein tolles Zelt, aber eher so für auf dem Campingplatz. Dafür ist das perfekt. Da ich ja aber auf keinen Campingplatz möchte, ja, kommt es für mich zumindest dieses Jahr nicht in Frage. Aber das muss ja nichts heißen. Vielleicht überlege ich mir ja nächstes Jahr auf einem Campingplatz zu campen. Wer weiß. Ne? Deswegen behalte ich es auf jeden Fall. So, ich esse jetzt erstmal ein bisschen was und dann melde ich mich nochmal. So, jetzt möchte ich mich noch ein bisschen mit dir unterhalten, solange es noch hell genug ist. Und ich muss ja nachher auch irgendwann wieder zurück, ne? Die Weintrauben und die Banane habe ich jetzt mittlerweile gegessen und ich habe ja Zeit. Also kann ich den Salat nachher noch essen. Ah, jetzt kommt mal ein bisschen Wind auf, so eine leichte Brise. Oh, voll schön. Das tut richtig gut. Ja, also ich freue mich, wie gesagt, riesig auf die Zeit bei meinem Sohn, wenn sie auch sicher anstrengend wird. Und ja, die Zeit mit Leon war nicht nur körperlich, sondern auch geistig echt anstrengend für mich oder beziehungsweise eine Herausforderung. Da er auch so ein Kontrollfreak ist wie der Hund Digger. Und mich die erste Zeit in der Wohnung permanent verfolgt hat. Wenn ich in den einen Raum gegangen bin, ist er hinterhergekommen. Und wenn ich in den nächsten Raum gegangen bin, auch. Und ja, so ging das den ganzen Tag. Er ist mir förmlich am Rockzipfel geklebt. Wie so ein kleines Kind. Ja, und ich mag das einfach nicht so gerne, wenn man mich so bedrängt. Ja? Ob das jetzt ein Tier ist oder ein Mensch. Ich mag das generell nicht so gerne. Und dann habe ich, irgendwann war mir das dann zu bunt. Dann habe ich Verschiedenes mit ihm ausprobiert und habe dann das eine oder andere mit ihm geübt. Jo, und siehe da, irgendwann wurde es dann besser. Ja, also da konnte ich auch schon mich mal bewegen in der Wohnung, ohne dass er mich immer direkt verfolgt. Manchmal hat er das natürlich immer noch gemacht, aber halt deutlich seltener. Dann ging es einigermaßen. Ja, und ich bin ja auch täglich mit ihm mindestens zweimal rausgegangen, zwar nicht so lang wie mit den anderen Hunden, aber teilweise waren da schon 2 Stunden insgesamt draußen. Natürlich nicht so lange gelaufen, da er ja nicht mehr so lange laufen darf, wegen seiner Arthrose und seiner Beinverletzung, die er sich kürzlich zugezogen hat. Ja, und an manchen Tagen musste ich ja dann auch einkaufen mit dem Fahrrad oder bin einmal die Woche zu meinem Job gefahren, auch mit dem Fahrrad, und danach, als ich dann wieder zu Hause war, war ich dann jedes Mal total K.O., musste mich aber dann trotzdem noch um den Hund kümmern. Ja, es war schon eine anstrengende Zeit. War auch eine schöne Zeit, klar, aber auch sehr anstrengend. Also nochmal würde ich ihn so lange nicht mehr betreuen, definitiv nicht. Ja, um nochmal auf meinen Sohn zurückzukommen. Ich werde mein Fahrrad mitnehmen. Also ich fahre erst mit dem Fahrrad in den nächsten Ort und von da aus mit der Straßenbahn dann nach Dortmund zum Hauptbahnhof und dann mit dem Zug weiter. Ja, und das Fahrrad nehme ich mit, da mein Sohn mir einige schöne Wälder dort zeigen möchte. Und er hat ja auch dort ein Fahrrad.
dann sind wir einfach mobiler und müssen nicht so weit da zu Fuß laufen, bis wir dann mal an den einen oder anderen Wald kommen, weil die sind ja nicht alle so nah. Ne? Ja, aber es wird trotzdem auch mit den Fahrrädern sicher anstrengend werden, da mein Sohn dann auch sehr lange Fahrrad fährt, deutlich länger als ich, obwohl ich ja mittlerweile da auch schon sehr fit bin. Aber ich bin halt einfach auch schon einige Jahre älter als er. Das darf man nicht vergessen, ne? Aber er vergisst das immer wieder. Habe ich zumindest den Eindruck. Ja, aber wenn mir das zu anstrengend wird, dann werde ich einfach mal zwischendurch einen Tag Pause machen. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Und dann mich mal einen Tag ausruhen und dann bei dem Bauernhaus bleiben, in dem er wohnt. Und dann vielleicht an dem Tag mal viel lesen oder was auch meditieren oder was auch immer. Und ich hatte jetzt dieses Wochenende eigentlich noch vor, mal einen Tag und eine Nacht am Kanal zu zelten mit dem großen Zelt von Jasmin, um das mal auszuprobieren oder zu testen oder vielleicht sogar doch an meinem Lieblingsplatz, weil da war ich nämlich vor ein paar Tagen wieder. Und also oben auf der Wiese und bin dann mal weiter rein dort gelaufen. Da hat es dann jede Menge Brombeeren. Und dann kommt ein Stück, wo es ein bisschen frei ist. Das wäre gerade perfekt für das Zelt. Und dann bin ich unten den Weg mal lang gelaufen, habe von unten hochgeschaut. Und dort könnte man das nicht einsehen. Zumindest nicht, wenn man den Weg da unten lang läuft. Allerdings, weiter hinten ist ja diese Firma. Hatte ich dir ja schon von erzählt. Falls du das Video gesehen hast, weiß ich nicht. Und da stehen ja einige LKWs und dort sind auch immer Arbeiter, die dann nachmittags mal, keine Ahnung, 2-3 Stunden Pause machen, haben ihre Campingstühle dabei und einen Tisch. Und die kommen auch manchmal zu dem Platz hin. Ja, und von den LKWs aus halt, also die jetzt oben stehen, von da aus, könnte man das Zelt schon sehen. Deswegen, ja, weiß ich noch nicht. Ja, auch schon allein deswegen wäre es besser, wenn ich mir ein anderes Zelt kaufe, falls ich dort auch zelten möchte. Ein grünes am besten, das würde man dann, denke ich, nämlich von Weitem nicht sehen. Oh, ich erschrecke mich hier dauernd, weil hier immer von den Bäumen irgendwas runterfällt. Ja, wenn ich mich jetzt schon hier erschrecke am Tag, also jetzt sehe ich wenigstens noch alles, da würde ich mich in der Nacht wahrscheinlich noch viel mehr erschrecken. Oder wenn dann nachts hier irgendein Tier am Zelt vorbei huscht oder läuft, ein Fuchs oder ein Reh oder was weiß ich nicht noch. Nee, ich glaube, dann würde ich einen Herzinfarkt bekommen. Würde ich denken, dass hier ich will es nicht aussprechen, irgendwas anderes hier am Zelt vorbeikommt. Nee, also das traue ich mich leider nicht. Schade, ja, weil es so schön hier ist. Zu zweit wäre es kein Thema. Wenn noch jemand dabei wäre, hätte ich keine Angst. Aber alleine, nee, nicht wirklich. Naja, wie gesagt, wollte ich am Wochenende bei mir im Garten, wollte ich eigentlich am Wochenende zelten, also von Samstag auf Sonntag. Und es war jetzt die ganze Woche, als Leon bei mir war, durchweg heiß. Ja, und ja, ich konnte dann nicht viel mit ihm raus. Alleine bin ich auch nicht weggegangen. Ich hatte einfach ja nicht so richtig Elan und auch nicht so Kraft, da ich die letzten Tage sehr viele Schmerzen mal wieder hatte in den Beinen. Und vor allem seit ein paar Tagen hat mein Schleimbeutel wieder angefangen weh zu tun. Das hatte ich ja viele Jahre. Das war schon chronisch bei mir. Und ich hatte Probleme mit meinem rechten Fußknöchel. Damit hatte ich auch 2 Jahre zu kämpfen. Der war immer angeschwollen. Ja, so war Wasser drin sozusagen. Und seit ich dann meine Ernährung umgestellt habe von vegetarisch auf vegan und vor allem von vegan, also ich bin ja immer noch, ich ernähre mich ja immer noch vegan, aber von normaler veganer Kost auf sehr viel Rohkost, ist dann beides weggegangen. Also habe ich jetzt schon lange keine Beschwerden mehr am Schleimbeutel gehabt und auch der Fußknöchel war nicht mehr geschwollen. Ja, und das CBD-Öl, was ich damals genommen hatte, wegen meiner damaligen Borreliose-Erkrankung durch einen Zeckenbiss und das Chlorella-Pulver, das hat noch außerdem
dazu beigetragen, dass beides wegging. Ja, und jetzt, seit ich Leon bei mir habe, also die erste Woche noch nicht, aber in der zweiten, dann fing das beides wieder an. Ja, weil das einfach alles für mich körperlich doch etwas zu viel und zu anstrengend war. Ja, und deswegen habe ich mir überlegt, ich lasse das jetzt am Wochenende und ruhe mich jetzt am Wochenende lieber noch schön aus. Ja, außerdem soll es am Samstag eh gewittern. Also ja, wenn es gewittert, möchte ich nicht zelten. Von daher ruhe ich mich lieber aus und schöpfe neue Kraft für nächste Woche, dann für die Zeit bei meinem Sohn, da die noch anstrengend genug werden wird. So, jetzt habe ich mal wieder genug gequatscht. Muss ja nicht immer so ein ellenlanges Video werden, ne? Ich möchte auch gerne jetzt noch ein bisschen hier meditieren, ganz in Ruhe den Waldtieren lauschen und auch die Insekten hier beobachten. Eben ist eine Springspinne auf meiner Hose entlang gesprungen. Voll witzig. Und ein wunderschöner Schmetterling ist eben auch an mir vorbeigeflogen. Ja, und wie gesagt, diese kleinen Mini-Frösche habe ich auch in den Bach gesehen. Und da möchte ich auch gleich nochmal rein in den Bach. Schön auf dem Schlamm laufen, weil er ist wunderbar kühl. Ja, das tut richtig gut. Ja, und möchte einfach noch so 20 Minuten, halbes Stündchen hier noch ein bisschen genießen. Und dann mache ich mich auch wieder auf den Heimweg. Ist ja doch ein Stückchen wieder, ne? Und ja, ich muss auch mit Leon nachher noch mal raus. Von daher war es das jetzt mal wieder. Und wenn ich dann bei meinem Sohn bin in der Zeit, werde ich auf jeden Fall auch die Kamera öfter mal zücken. Ich weiß es nicht, ob ich täglich ein paar Szenen filmen werde, aber auf jeden Fall des Öfteren. Und wenn ich dann wieder zurück bin und die anderen vorherigen oder vorgedrehten Videos alle hochgeladen habe nach und nach, dann kommt dann der Vlog oder das Video dann über die Zeit bei meinem Sohn. Okay? Juhu! Dann danke ich dir wie immer fürs Zuschauen. Und wenn dir mein Vlog gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Alles Liebe und bis bald. Ich habe dir noch was Wichtiges zu sagen, das habe ich nämlich vorhin vergessen. Das heißt, das hier füge ich jetzt noch irgendwo zwischen das Video. Und zwar werde ich gleich am Anfang, wenn ich bei meinem Sohn angekommen bin, also am nächsten Tag, werde ich etwas ausprobieren mit meinen Haaren. Ja, das werde ich dann die ganze Zeit dort, während ich bei meinem Sohn bin, testen und ausprobieren. Weil dort kennt mich niemand, da ist es mir egal, wie ich aussehe. Falls es nicht gut aussieht. Und ich befürchte, dass es die erste Zeit nicht gut aussieht, bis sich das mal entwickelt, sage ich jetzt mal. Und ich weiß ja auch nicht, ob mir das überhaupt steht und ob meine Haare nicht zu dünn oder zu fein dafür sind. Ja, weil das möchte ich schon lange mal machen. Also ich habe das schon lange im Kopf, aber ich habe mich nie getraut. Aber jetzt möchte ich es endlich angehen und jetzt habe ich auch erfahren, dass man das auch selber auf natürliche Weise machen kann. Weil normalerweise lässt man das beim Friseur machen. Erstens kostet es dann viel Geld und es ist sehr zeitaufwendig, dauert sehr lange, bis das fertig ist dann. Wenn man aber dann beim Friseur war, dann hat man das direkt, sofort dann danach. Ja? So. Jetzt habe ich aber durch Zufall, durch eine andere süße YouTuberin, jetzt komme ich gar nicht auf ihren Namen. Vielleicht blende ich sie dir hier oben mal ein. Mal sehen. Sonst unten in der Infobox vielleicht. Ja, die ich abonniert habe. Die hat das nämlich auch gemacht mit ihren Haaren. Und bei ihr sieht das so süß aus. Nur es dauert eben eine Zeit lang, bis man das dann richtig sieht. Und bis die Haare dann auch wieder fülliger werden dadurch. Ja, und bis es halt einfach gut aussieht. Aber dafür ist es kostenlos und es ist natürlich. Ja, und das möchte ich mal ausprobieren. Was es ist, verrate ich aber jetzt noch nicht. Kannst du also mal gespannt sein, ne? So. Ich habe dir noch was Wichtiges vergessen zu sagen. Sorry. Ja, nobody is perfect. Ich bin jetzt mittlerweile schon aus dem Wäldchen wieder raus. Sitze jetzt hier auf einer Bank und vor mir ist ein traumhaft schöner
rosaner Sonnenuntergang, wunderschön. Ja, ich werde diesen Vlog wahrscheinlich nächste Woche Montag oder am Wochenende komplett fertig bearbeiten, wenn ich es zeitlich schaffe, ich hoffe es. Und dann geplant nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich auf diesem Kanal einstellen. Dann bin ich ja schon bei meinem Sohn und damit es dann nächste Woche zumindest ein Video hier auf diesem Kanal gibt. Vielleicht lade ich auch noch geplant ein zweites hoch, weiß ich noch nicht, aber das werde ich wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen. Denn in dem Haus, in dem Bauernhaus, in dem mein Sohn wohnt, wo ich dann ein Gästezimmer habe, gibt es kein Internet. Ja? Das heißt, ich kann in der Zeit, in der ich bei meinem Sohn bin, und das werden mindestens 4-5 Tage sein, vielleicht auch noch ein bisschen länger, je nachdem, kann ich dann kein Video hochladen für dich. Nur, dass du dich nicht wunderst. Und ich kann in der Zeit dann wahrscheinlich auch keine Kommentare beantworten. Das weiß ich noch nicht, weil ich werde mir noch so ein Stick oder sowas besorgen von, ja, so Aldi Talk oder wie sich das nennt, damit ich wenigstens ein bisschen Internet auf meinem Handy nutzen kann. Aber Videos werde ich damit nicht hochladen können und auch nicht anschauen können, aber vielleicht Kommentare zu meinen Videos beantworten können. Ich weiß es nicht, aber falls nicht, dann weißt du, warum ich mich so lange nicht darauf melde oder nicht darauf reagiere. Ne? Wow, jetzt kommt noch die Sonne raus. So schön. Das zeige ich dir gleich noch. Wow, ein Traum. Aber wahrscheinlich sieht es mit Handykamera wieder nicht so schön aus wie in Natura. Ja, ich habe eben den Salat noch gegessen und zum Schluss hin hat der echt geschmeckt wie ein Eiersalat. Und das hat mich auf eine geniale Idee gebracht, die ich demnächst mal ausprobieren werde. So, das wird auch noch mal in das Video irgendwo reingeschoben und jetzt bin ich auch wieder weg.